Hi, Whiskey Jason here. Unboxing time! Yay! Also, ich habe hier ein Teeling, besser gesagt eigentlich zweimal Teeling. Brabazon Series Number 2. Yay! Also, irishwhiskies.de, Mareike. Habe ich hier was bestellt? Also, eine Flasche kostet dann 67,90 €. Also, guck mal, sie war so nett, mir was auch rüber zu geben. Das ist auch sehr, sehr schön. Gut eingepackt. Also, was ich getan habe, ist, ich habe zwei Flaschen mir gegönnt. Also, die eine und noch die andere. Und ich habe auch noch hier drin ein Glas. Also, das kommt hier zur Seite. Also, es gibt jetzt ein richtiges Irish Tasting Glas. Also, ich werde den vielleicht gleich benutzen. Da, 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 da. Also, ein dreiförmiger oder dreieckiger. Ist das dreieckig? Ihr seht wie der Raumschiff aus vom Star Wars. Also, hier hinten rund und diesen Dreieck und dieses Zuspitz denn da. Das sieht echt wirklich wie der, wie heißt das nochmal denn da von Star Wars? Diese Cruiser, glaube ich, war das, ja? Also, einen netten Fuß. Auch ein bisschen tulpenförmig, ein bisschen mehr hier Rand. Joa, lass dich halbwegs gut in der Hand hier haben. Also ich schmeiße ein bisschen Wasser hier rein, wühl herum, kippe ich einfach mal weg, damit ich das gleich hier auch mit gutem Gewissen benutzen kann. Also, ich habe schon den Series One getestet. Das war ein Sherry Cask. Eine sehr, sehr schöne Abfüllung. 03 2017 steht hier drauf. Und nun haben wir unsere Port Cask. Aus dem August 2018. Also man merkt, also die konträre Farben, hell und dunkel. Und man merkt auch hier 02 gegenüber eine rote 01. Heute geht es nur jetzt hier um unsere Port Cask Finish. Unboxings sind immer so schön, habe ich neulich online gemacht, live. Aber heute hat es zeitlich einfach nicht hingehauen, das denn so zu machen. Und naja, machen wir einfach so. Seit dem 19. Dezember, September gibt es diese Flasche hier. Und wenn ich einfach mal meine alte Flasche hier nehme, einmal ganz kurz, eine große gravierende Unterschied gibt es. Dunkel, hell, normal Teeling, eine Single Cask Flasche. Also wenn man den Single Malt oder der Small Batch oder was auch immer bestellt, hat man die dunkle Flaschen und bei den Single Cask hat man häufig die helle Flaschen hier vom Teeling. Eine schöne, schöne Flasche. Damit sollte hier diese Rotfarbe auch ein bisschen zur Geltung kommen. Ich weiß nicht, ob man das Rötliche hier so entdecken und sehen kann. So ist das. Also, Brabazon, wer mein Video Nummer 1 nicht geschaut hat, war eine Familie, eine sehr reiche und auch eine sehr mächtige Familie damals in den Liberties. Das ist ein Stadtteil von Dublin, das war außerhalb der Mauern. Damals, da hat man Freiheiten, Liberty, Freiheit. Denn innerhalb der Mauern war alles mehr oder weniger kontrolliert von den bösen Briten. Und außerhalb der Mauern damals von Dublin hat man Freiheit gehabt, Dinge zu tun. Und deshalb waren die ganzen Distillerien dann da, auch in den Liberties damals. Und Teeling hat auch dieses Haus gekauft, wo Brabazon-Familie drin war, auch diese Name, auch Markenrecht dazu gehabt. Und dort heute ist deren Geschenk, also Gift Shop, also Geschenkeladen da drin. Interessante Sache. 4, also 49,5%. Steueretikette da drauf und non-chilled filtered, sehr wichtig. So, ich erlaube mir doch einfach mal hier die beiden Gläser nebeneinander hinzutun und zu testen und zu verkosten und zu vergleichen. Also gerade was Nase angeht, ist das immer eine ganz wichtige Sache. Also ich muss dafür Sorge tragen, dass es ungefähr ähnliche Mengen drin sind. Also der Gefäß. Also der Menge, der hier reinkommen kann, hier bei den Glencairn, ist ungefähr weniger als hier. Hier verleitet das ein bisschen mehr da rein zu tun, da ist mehr Volumen da drin. So, das wird, wie ich sagte, schon seit dem 19. September gibt es das in Irland zu bekommen. Also hauptsächlich bei der Celtic Whisky Store und ausgewählten auch Laden, die dort verkaufen. Jetzt kommt es dann in den Benelux, also nach Frankreich, nach Deutschland, in der Schweiz, Russland und
Australien wie gewählte asiatische Länder. Also nach Amerika kommt das gar nicht. Teeling gibt es seit 2015 offiziell. Also vorher hieß es Coolie. Und es gibt nur 12.500 Flaschen davon weltweit. Deshalb habe ich mir eine zweite hier gekauft. Ich werde die ganze Serie denn da haben und vielleicht irgendwann mal die gegeneinander auch testen und vielleicht auch ein Set denn da machen. Also ich habe ein Infographic gefunden. Das werde ich versuchen jetzt hier auch da rein zu blenden. Und das zeigt genau, welche Anteile, welche Portfässern hier drin sind. Ich erkläre das ein bisschen, ich gebe das ein bisschen Zeit hier. Also es gibt 10% Tawny Port, die aus dem Jahr 2005 kommen. Das heißt, 10 Jahre waren diese 10% von dieses Whisky, was hier drin ist, in Ex-Bourbon-Fässern und 2 Jahre nachgereift in Tawny Port-Fässern. 12,5% waren in White Port, also meine Frau und ich, wir lieben weißen Port, die in 2005 abgefüllt wurde mit der Distillat, der Coolie Distillerie, und die haben ganze, meiner Berechnung nach, 12 Jahre in diese Portfässern drin verbracht. Und 12,5% waren in aus dem Jahr 2002. Interessant, das heißt ungefähr 15 Jahre lang die gesamte Zeit in White Port, also weißen Portfässern, drin. Also erstens, ich wusste gar nicht, dass White Port Fässern hat. Also das ist mein erstes Problem. Und zweitens, mein nächstes Problem, 20% kam vom Ruby Port Fässern aus dem Jahr 2009. Das heißt 8 Jahre alt. Nun, ich bin wirklich keine Experte, was Portwein angeht. Langsam, ich kann sagen, ich verstehe Bourbon. Langsam komme ich dahin, nur Irish zu verstehen. Schottisch ist etwas, wo ich noch Anfänger bin. Aber mit Port weiß ich Taudi. Das heißt, der Port kommt in diese mächtige, großen, es ist wirklich ein Tank, 20.000 plus Liter, und reift in dieser Tank für 2 bis 3 Jahre. Und dann wird entschieden, was ist das nun? Und dann, wenn es Tawny ist, kommt es in diese Pipes. Pipes sind etwas größere Fässern, in dem Tawny reift. Tawny Whisky reift in Holz. Ruby reift nicht im Holz, normalerweise. Das wird abgefüllt in Flaschen, nachdem es in die großen Tanks war. Allerdings, es gibt ein paar wenige Abfüllungen, hauptsächlich die Late Bottle Vintage, wie auch der Vintage Port, die tatsächlich dort Port Ruby Port Fässern hat. Und offenbar haben sie irgendwo diese Fässern, nehme ich stark an, bitte, bitte, bitte korrigier mich, oder wenn ihr was Besseres weiß, ich verstehe das nicht, weil Ruby normalerweise bedeutet kein Holz gesehen, kein Fass. Also 20% war in der Ruby Port 2009, 20% aus dem 2007, und halt euch fest, 25%, das ist echt viel, kommt aus einem Ruby Port Fass aus dem Jahr 2001. Also 16 Jahre Irish Whiskey, ein Viertel davon, war 16 Jahre in ein Ruby Port Fass. Echt unglaublich. Also richtig, richtig schön. Sollte jetzt hier dieses Port durchkommen. Jetzt kommen wir zu entscheidenden Moment. Ich komme einfach zu meinem Standardglas erst einmal. Ich mache ein bisschen Nosing. Sehr stark portlastig. Nur meine Frage ist, kann ich Weißport rausriechen? Kann ich Tawny Port rausriechen? Kann ich Ruby Port rausriechen? Nein. Das vermischt sich alles miteinander. Alle drei habe ich zu Hause. Ich habe eine Flasche Tawny Port, ich habe eine Flasche Ruby Port, ich habe eine Flasche White Port unten in meinem Schrank. Aber dennoch könnte ich nicht die auseinanderpflücken, wie man manchmal denn das gemacht hat oder wie ich das gemacht habe, wenn ein Wild Turkey Forgiven, da hat jemand Rye Whisky zusammen mit Bourbon Whisky zusammen vermischt und denkt, oh, guck mal, da sind die beide da drin, die sind sehr gut zu erkennen. Aber hier könnte ich nicht sagen, welche Portwein ich hier habe. Geht mir ähnlich so auch mit Sherry. Manchmal kann man sagen, das ist reinste PX, manchmal ist es Oloroso, manchmal ist es so vermischt, dass man das nicht auseinanderhalten kann. Eine sehr, sehr angenehme, fruchtige Moment. Ich komme sogar hin bis zu Aprikose in meine Frucht. Interessant. Und nun, der Moment. Mein New Irish Whiskey Glas. Der offizielle
Irish Whiskey Glas. Ich rieche nicht so viel. Also das Trichter hiervon ist intensiver und wesentlich stärker. Also ich habe tatsächlich mein Norlandglas, der auch sauber ist. Ich habe zwei. Also das ist hier mein Wasserkrug. Und das hier ist mein, ich mache Norlandgläser nicht, aber ich habe eine noch denn da, denn man musste immer zwei kaufen. Und ich tue den auch noch hier rein, um die einfach, ich habe nicht gedacht, dass ich heute einen Gläsertest mache. Aber da dieses Glas da drin war, ist das einfach heute dran. So, Norlandglas. Eine leichte Fruchtholznote. Damit wird der gesamte Alkohol gedämpft. Hier. Wow, ich habe hier mehr. Ich habe tatsächlich einen Hauch mehr, also 10-20% mehr hier. Als hier. Also. Oh, doch, doch. Ich muss ganz tief reingehen. Also, meine Nase muss fast über diese Huppel hier rüber gehen, damit ich da reinkomme, in diesen Genuss, diese Aromen zu entdecken. Ja, also, doch, wenn ich ganz tief, also gänzlich rein, da kriege ich mit meiner dicken Nase dann da was. Aber dennoch an der Nase muss ich sagen, hier meine Standard, mein Glencairn ist einfach nicht zu schlagen. Tut mir leid. Also vom Aussehen und gerade eben dieses hier, mein Cruiser vom Star Wars finde ich super. Aber diese Flasche ist höher. Ob das wirklich stabiler ist, kann ich echt nicht sagen. Also der Norlen ist sehr stabil. Also auch in der Hand ist der Norlen ein bisschen Bulk, ein bisschen fetter. Also ich mache den Norland nicht, ja. Dann probieren wir. Wir fangen hier an wieder. Scharf. Wow. Also 49,5% habe ich smoother, also weicher, mehr eingebunden erwartet. Auch der Portanteil haut mich, es ist deutlich da, aber haut mich momentan nicht um. Also ich habe vor einer Woche bei Tomic, das kann auch zwei Wochen jetzt sein, sorry, bei Tomic, bei Whisky Gold, eine Whisky-Tasting gehabt. Und wir haben tatsächlich eine Teeling, der 14 Jahre alt, glaube ich, es kann auch 13 gewesen sein, eine Single-Cast-Abfüllung, der die gesamte Zeit in einem Portfass war. Und diese Whisky fand ich Bombe. Der war echt so gut. Das war eine Früchtetee mit einfach einem ganz genauen bisschen ein Ingwer-Geschmack da drin. Der war so fast für mich gemacht. Der war echt richtig, richtig gut. Und da muss ich sagen, da bin ich noch nicht hier überzeugt. Denn der Brabazon Series Nummer 1 mit der Sherry-Cast-Füllung, Abfüllung, hin und weg. Also das Zeug, glaube ich, habe ich auch ein 1 gegeben. Wenn du einfach nur ein 1 minus oder ein ganz normaler 1, das weiß ich nicht mehr. Na, Nase ist echt, muss ich echt total, total stark reingehen. Joa. Mein Control-Whisky heute, Tomatin, 14 Jahre alte Port Wood Finish, habe ich einfach mir extra genommen. Ich hatte schon Alkohol im Mund, also auch es brennt immer noch ein bisschen, also der ist nicht so weich, wie ich erwartet oder gedacht habe. Schade, schade, schade. Auch am Ende ist ein bisschen viel Holz da. Als ob er ein bisschen zu lange, also die 16 Jahre seit 2001 in diese Port Ruby Portfässern war vielleicht ein bisschen zu lange. Oder irgendein anderer Fass war auch nicht perfekt. Und ganz zum Schluss werde ich es ein drittes Mal probieren. Und dieses Mal hier aus meinem Norlandglas.
Ich mache mein Dorlanglas nicht. Ging zweimal nach oben und zweimal nach unten. Und am Ende geht es echt tatsächlich nach unten bei mir. Sorry. Oh, wow. Also nicht meins. Sorry. Ah, schade. Wollte ich gerne mögen. Also, es kommt hier unten rein, war nicht so hoch. Es war gar kein Wow. Es war eindeutig ein Irish Whiskey. Es war ein, also mein The Turkenell Single Malt ist besser als den hier, würde ich echt mal sagen. Kommt einfach so rein und dann kommt ein kleines bisschen Frucht denn dazu, was auch dieser Port ist. Und dann kam der Alkohol dazu, der ein bisschen spritzig war, ein bisschen scharf war. Dann kam wiederum hier ein bisschen auch ein Geschmack von, ich sag mal ganz ehrlich, eine Aprikose zusammen. Genau, eine Aprikose, schwarze Johannisbeeren-Marmelade. Ja, also ging in eine gute Richtung und dann kam der Alkohol wieder und dann kam Holz. Und dieses Holz war schon ein bisschen nicht ganz meins. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, der kriegt ein 3-. Wahrscheinlich ein bisschen zu harsch. Aber ich habe hohe Erwartungen gehabt. Ganz am Anfang, als ich den gesehen habe, dachte ich, oh, Portfass, ich mache kein Portfass-Finish. Aber dann, ich habe mehr gelesen und merkte, ach, nur 90% hat die gesamte Reifung in Portfässern gehabt und nur 10% war überhaupt in Bourbon und hat 2 Jahre im Finish gehabt. Also eine reinste Portreifung, gerade nachdem ich diese wunderschöne Teeling da hatte, denn bei Tomic oder Whiskey Gold. Ja, das wollte ich haben, das dachte ich mir, wäre geil und genau richtig, aber dann heute meine Enttäuschung. Okay, Preis-Leistung, also 67,90 €. Also ich glaube, Horst, also whisky.de hat den sogar für 68,90 €. Also tatsächlich bei irishwhiskies.de ist der günstiger. Wer gerne Port Finishes haben möchte, also wer zum Beispiel Tomatin hier, der 14 mit Port Finish gerne hat, ich nicht, der wird sagen, wow, der ist vielleicht genau sein Beuteschema, meins leider nicht. Also von daher Preis-Leistung gebe ich einfach einen glatten 4. Also 12.500 Flaschen weltweit. Joa, gibt es noch irgendetwas hier zu erzählen? Nicht wirklich. Das steht alles hier einfach mal von der William Barbados Barbazon, the third Earl of Meath, presided over Newmarket in its formation era, growing it from the fledgling trading square he first established to the bustling industrial heart of the Meath Liberties District of Dublin City during the 17th century. Also William Brabazon, also da, wonach es genannt wurde, war der Graf, also Earl kann ich nicht übersetzen, of Meath. Und er überwachte diesen Neumarkt damals in dieses ganz formbare Ära und er hat es herangezogen zu einer Fledging ist also einfach eine, wo viel Aktivität herrscht. Ein Platz, den er zuerst gegründet hat und das wurde zu der industrielle Herz von den Liberties District of Dublin City in den 17. Jahrhundert. Also, this limited edition series embodies his unique character and spirits of innovation, which we have carried on through the revival of the spirits of Dublin at our new distilleries in Newmarket. Also, diese limitierte Edition-Serie verkörpert seine einzigartige Charakter und Geist von Innovation, welche wir herangetragen haben, indem wir das Spirit of Dublin Distillery in der Newmarket dort gegründet haben. Also Werbetext. Meine Frage des Tages, also habe ich bisher, glaube ich, noch nie gefragt online, welche Port Finish Whisky schmeckt dir am besten? Ich kann nur sagen, das war kein Finish, es war tatsächlich der Teeling, den ich hatte dann für 2 Wochen. Das war 14 Jahre, glaube ich, war das irgendwie fast Nummer 92, 4, 42, irgendwas. Es war eine von den allerersten, die da Teeling mal rausgebracht hat. Das war auch irgendwie 2012,
2014 irgendwie auf den Markt gebracht. Ich habe mich nicht mehr, online habe ich geschaut, aber ich habe es nicht mehr drauf. Das war der allerbeste Port, den ich jemals hatte. Denn normalerweise, wie ich sagte, ich mache Port nicht. Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Vielen Dank, dass du meine Videos immer likest, abonnierst, auf meine Sample-Liste schaust oder auch einfach mal auf Amazon draufklickst und irgendwas anderes vom Teeling kaufst. Also Teeling hat tolle Sachen. Danke, 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 dass du zuschaust und bis morgen. Bis dann. Tschüss.